Herzlich willkommen auf den Sonntag. Es ist 18.16 Uhr. In der Stunde sitzen wir hier schon wieder drinne und sind dann im siebten Match des FNCS. Und jetzt gerade, heute, mal ein ganz anderes, oder was heißt ganz anderes Setup, aber heute ein anderes Setup als gestern. Denn heute ist am Start auch der Draxlerinho. Der wird heute mein Co-Kommentator sein. Vadial wird auch mit am Start sein im Discord, aber der muss nämlich morgen zur Schule. Und natürlich der gute alte Lou. Könntest du vielleicht einmal deinen krassesten Anmachspruch einmal in die Kamera sagen? Nein, 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 okay. Ich gehe so hin, okay. Und dann sage ich so, hey, ich kenne auch mal. Es ist ein krasser W-Riss, ja? Wie ist es bei dir, bist du Single? Ja. Hast du einen W-Riss? Anmachspruch? Anmachspruch? Bin ja nicht so kreativ. Vielleicht sowas wie, ja, ob das Sinn macht. Bist du ein Labyrinth? Ich könnte mich in dir verlieren. Oh, der? Okay. Ja, okay. Hey, der ist also, das ist so. Das ist so ein bisschen oldie so, aber das ist... Aber so, Lou wohnt ja so am Land, weißt du? Okay. So einer Bauerndisco. Ich bin da eher so direkt, ich so. Ja, was sagst du? Gefällt's mir? Direkt? Wollen wir ein bisschen abhängen? Willst du dann einfach mit dir ein bisschen abhängen? Komplimente machen und... Okay, was ein guter Kompliment so bei Frauen, der man geht? Also Frauen mögen es immer sehr gern, wenn du ihre Kleidung lobst, natürlich. Das kommt gut an. Stark. Also das ist mir ist ohne Kleidung lieber, aber... Damn! W ist in the chat! W ist in the chat! Okay. Der ist crazy, Bro. Der ist crazy. Nein! Nein! Oh okay, Gott. Oh Gott. Standings haben wir hier auch. Ich werde einmal im Schnellverlauf durchgehen. Natürlich Giannis und Reason auf der Nummer 1. Nummer 2 haben wir Toxic und Shamoki. Dann natürlich Gras und Cherry. Pixie und Delay. Ziemlich krass. Neues Wave-Signing auf der 4. Mhm. Malibuka Thomas, Bad Gutes Sniper Floki. Tayson und Merstach, Queasy und Veno. Und ja, dann schauen wir mal durch. Klubschi, zweitbester deutsches Duo aktuell auf der 11. Sehr stark, macht mich natürlich auch sehr froh, dass der hier so ein bisschen seinen Pop-Off hat. Und der ist sehr motiviert, mit dem habe ich auch schon geschrieben. Genau, da haben wir Heidsch und Vostroki, ist das drittbeste deutsche Duo. Da haben wir auch den Andilex, hat das recht, so im Mittelfeld auf Top 30. Kami, der 32. Ne? Ah, Kami 32. Ja, habe ich auch übersehen. Also bei denen läuft es gar nicht. Aber gut, es sind dann noch zwei weitere FNCS Major. Und dann gibt es auch nochmal den Last Chance Qualifier. Wie gesagt, von diesem Event qualifiziert sich nur zwei Duos in Europa. Wir hätten auch noch eine Grafik dazu vorbereitet, die vielleicht einmal kurz den FNCS-Verlauf erklärt. Und da ist es doch auch direkt. Da wird es auch direkt reingepushtet. So sieht das nämlich aus. Die haben wir heute nochmal anfertigen lassen, die neue Grafik. Weil viele verstehen ja gar nicht, was passiert hier überhaupt das ganze Jahr über. Und das zeigen wir jetzt auch wichtig fürs YouTube-Video. Wir zeigen euch einmal, worum geht's jetzt gerade. Also, jedes FNCS ist gerade natürlich mit 1 Million Dollar ungefähr verpreist. Und aus den FNCS qualifizieren sich schon einige Duos für Global Championship mit 4 Millionen Preisgeld. Ein Offline-LAN-Event in Copenhagen. Das wird nämlich Ende des Jahres stattfinden, im Oktober, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin. Vielleicht werden wir sogar eine Viewing-Party von dort aus machen können. Das wäre natürlich geistesgestört. Und ihr seht es schon direkt. Also, es gibt 3 FNCS dieses Jahr. Ich probiere natürlich, Chat, ich gebe mein Bestes, dass man eventuell Viewing Party Next Level zum Beispiel aus einem Kino oder sonstiges machen könnte dieses Jahr noch. Vielleicht sogar schon für das im Mai, vielleicht auch das im August. Who knows? Ey, wir probieren unser Bestes und wir werden da natürlich komplette Ressourcen reinstecken, um das irgendwie hinzubekommen für eine Viewing Party Next Level. Ich weiß, dass ihr euch immer sehr darüber freut. Und aus diesem FNCS, nur aus diesem FNCS, qualifizieren sich 2 Duos. Das heißt, Stand jetzt wären das die Russen. Und es wären natürlich Giannis und Reason, die sich direkt schon für das Global... Alter, allein dafür auch schon krank. Schäfer, sagen wir, sie wären jetzt Zweiter oder Erster. Allein dafür schon krank. Schäfer, du weißt, Bro, ich bin einfach schon Ende des Jahres. Also, du kannst wirklich alles chillen. Natürlich willst du noch weiterhin abräumen, so. Aber Stefan, du weißt so, dieses Gefühl muss so geil sein, so, ach, ich bin Oktober, ich bin schon so safe. Das ist so wie in der Schule. Komm, nur 2 Duos. Das ist so wie in der Schule, einfach Prüfung bestanden. Ja. Easy. Aber ja, vielleicht noch hier ergänzend, wer zusammenrechnen kann, der ist klar im Vorteil. Wir sehen ganz unten
die qualifizierten Duos von den verschiedenen Regions, EU 26 Duos insgesamt. Wenn das alles zusammen ist eine Weltmeisterschaft, Chat. Also das müsst ihr euch vorstellen. Ja. Das ist eine Weltmeisterschaft. Das ist jetzt nicht nur, wie heißt es nochmal, nur Europa. Weil aus Europa kommen in Anführungsstrichen nur 26 Duos. Aber insgesamt sind es 75 Duos, die sich qualifizieren. Das hat den Hintergrund, dass es ein Upper und ein Lower Bracket gibt. Das ist etwas kompliziert, aber es werden 150 Spieler zum World Cup fahren und davon werden dann die besten 100 nochmal im Grand Final dann um die 4 Millionen Preisgeld spielen. Am 13. bis 15. Oktober in Dänemark. Dänemark ist eine schöne Stadt, habe ich gehört. Schönes Land. Dänemark ist ein super schönes Land und ich glaube, Kopenhagen ist eine richtig schöne, unglaublich tolle, vielleicht auch wohlgeformte und blondhaarige Stadt. Ja. Achso, wir machen eine komplett neue Pferdewette. Es ist eine komplett neue Pferdewette. Okay, für diesen Tag. Ah, okay, alles klar. Dann, let's go. Auf wie machst du? Schere, Stein und dann bei Papier. Okay. Schere, Stein, Papier. Fuck. Okay. Was nimmst du jetzt? Ich werde nicht Stein machen. Nicht Stein? Ja. Das, so viel kann ich dir sagen. Ja, ich werde aber auch nicht Stein machen dann. Okay, also ich werde auf gar keinen Fall Stein machen. Echt? Ja. Okay, warte mal, dann nehme ich... Frauen nehmen immer Schere, by the way. Ja. Also, es kann nicht nur ein Blatt sein. Schere, Stein, Papier. 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 Ich hab ihn so ausgedribbelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bro. Get the fuck out. Get the fuck out. Shit. Wie lustig wäre es gewesen, wenn jetzt einfach so 10-mal die Schere gemacht hätte. W's the chat, bro. Reason, mein Mann, mein Pferd. Okay, Chad, ich kann. Reason, mein Pferd. Mein Bro, Janis. Ich hab Vertrauen. Janis the Goat. Janis holt sich heute in 4 Times. Quisi und Veno, hä? Stimmt, die hab ich voll vergessen. Ja, dann nehme ich Quisi und Veno. Ja, ich nehme Mali Buka und Thomas. Okay, und da sind nochmal die Preise, Chad. Das sind nochmal die Preise und Belohnungen, die es heute geben wird, zu gewinnen. Und zwar heute entscheidet sich auch darum, wer nimmt genau dieses Preisgeld hier mit. 200.000 Flocken für den ersten, 120.000 für den zweiten, 100.000 für den dritten und alles andere ist irrelevant zu erwähnen. Aber wir gehen mal erstmal rein, Chat. Erstmal, wir sind in der 7. Runde. Heute werden 6 Runden gespielt. Danach wird entschieden, wer ist der Europa... Okay. Nice, Flixi. Wer ist unser neuer Europameister hier in Fortnite? Flixi aber mit dem ersten Kill, Chat. Wir haben es jetzt gerade schon gesehen. Das ist auch das zweite Team, was erst attackiert wird. Er hat einen einzigen Schuss. Und der muss halt sitzen. Oh, der hat nicht gesessen. Oh. Aber dafür trifft er jeden Schuss, Chat. Er trifft jeden Schuss. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Der ist vor dir, Bro. Oh no. Und jetzt wissen wir. Ja, jetzt weiß er's. Janis muss schnell herkommen. Oh. Und die wollen die Double Kin. Oh, ja, die wollen Double Kin. Es ist peinlich. Es ist peinlich, das fuck. Oh nein. Ja. Das ist so cringe gerade. Ja, Lenny! Schöne hätte jetzt. Oh mein Gott. Ja! Ja! Weg mit euch! Weg mit euch! Verpisst euch! Weg mit euch! Ihr seid so schlecht! Oh mein Gott! Was ist das denn? Warum sind wir hier drauf? Oh mein Gott, Bro! The fuck out of here, Mann. Mein Gott. Scheiß Shitter, Mann. Sind das Opfer. Opfer. Und ich hoffe, die wissen das dann für nächste Runde. Reason und Janis. Ich hoffe, die haben das auf dem Zettel. Ja, das war ja, die waren ja so schnell weg. So schnell konnte er gar nicht schauen. Digga, denken die, sie können hier mit FNCS Champions League anlegen. Sind die dumm. So, das ist jetzt gerade ein kurzer Replay. Guck mal, Merstouch ist schon One-Shot. Und Tayson geht hier rein ins 1v2. Tayson geht rein ins 1v2, Chat. Boah. Correct. Digga, was, also, der ist, glaube ich, richtig heiß drauf heute. Auch nochmal ein Hitter. Boah. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Der ist da One-Shot. Nice. Ah, okay, er hat ihn gesehen. Bap, 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 bap. Wap, bap. Super Kill. Geht schon mal gut los für die Deutschen hier. Genau, und ich bin zwar hier auf den Fersen von Janis Z und Reason. Natürlich sehr spannend. Die werden wir, glaube ich, sehr genau im Auge behalten über den heutigen Abend. Und man kann auch hier sehen, sie spielen Edge, haben eine sehr chillige Zone, außer Pixie hier. Ist nicht wirklich ein Duo in ihrem Weg, aber die nächste Zone ist sehr weit. Wenn wir jetzt hier auch mal rauszoomen, haben sie vermutlich eine gute Option hier Deadside zu rotaten. Das Einzige, wo sie vorsichtig sein müssen, ist, wenn Brutal Bastion, da werden sich sicher viele Leute basen. Aber ich glaube, wie wir jetzt auf der Minimap auch noch sehen, sie nutzen die Zeit, um sich etwas länger hier im Storm sogar zu verstecken. Also sie haben wirklich sehr viel Shields, sehr viel Heals und ist auch kein Problem. Die sicherste, das Lustige an dem Ganzen ist, die sicherste Location, wo man sich aufenthalten kann, ist meistens in solchen Lobbys im Storm. Natürlich muss man dafür sorgen, dass man White Heals hat, aber hier brauchen sie keine Angst haben vor irgendwelchen Gegnern. Wir sehen,
sind ziemlich safe und sie nehmen tatsächlich vielleicht sogar ein Boot. Ja, das sieht nach einer Boot-Rotation aus. Und wie schon vorhin erwähnt, werden sie hier über die Nordseite rotaten, vielleicht sogar noch ganz weit über den Osten rein. Das wäre natürlich das Perfekte. Wir wissen natürlich hier im Observer genau, wo die Gegner sich befinden. Aber man sieht doch schön, wie sie hier meinen wunderschönen Zeichnungen folgen und hoffentlich safe in die Zone reinkommen. So, Dankeschön natürlich Lou an dieser Stelle für die geile Erklärung. Und wir haben hier eine... Oh mein Gott! Oh, was war jetzt? Ich bin hier direkt nochmal irgendwie eine Minute nach vorne gesprungen und direkt auf Reason und Yannis, Freunde. Und wir haben hier einen Kill in der Zone. Die sind nämlich hier außen am Rotieren und sehen hier Dabul und Vexi. Und vielleicht können sie sich auch den Kill direkt schnabulieren. Oder sie wollen ihn gar nicht. Anscheinend wollen sie nicht. Oder doch, sie jagen ihn. Doch, sie jagen ihn, aber sie finden ihn nicht. Und die sind beide wieder live, oder? Aber rest nicht mal. Die sind below search. Die sind below search. Und er will ihn resen jetzt. Ich glaube, er will ihn jetzt resen. Nein, die lauern. Wie viel Leben hat er? Nee, schafft er nicht. Er schafft es nicht. Oh. Jetzt hat er aber gehört, dass sie splashen. Und jetzt hat er es gehört. Oh, er hat die Drohnen. Reese mit der Drohne, Chat. Nice. Einen ruhigen. Ja, guter Kill. Da ist der Finish, Chat. Das sind schon mal 12 Punkte diese Runde. Und das ist auch sehr viel Surge. Also entweder gehen sie jetzt... Der hat schon 400 Buff. Entweder gehen sie jetzt krass auf den Kill oder sie hauen ab. Und das machen sie eher. Ja. Weil sie sich denken, okay, ey, soll er doch hier in der Zone bleiben. Bevor jetzt einer davon eine Bombe frisst oder so. Und guck mal, der hat sogar 200 below. Das heißt, der ist am Arsch, nicht die. Der ist am Arsch. Ja, ja. Wenn er jetzt Storm Surge, sagen wir, down geht von Storm Surge, kriegen sie dann den Kill, ja, oder? Oder weil, nee, das dauert war lange. Früher war das nicht so, dass man bei Storm Surge die Kills bekommen hat. Ich weiß nicht, ob sie das geupdatet haben. Aber was ich auch noch erwähnen wollte, Yannis und Reason müssen langsam vorsichtig sein. Storm Sickness, das ist auch der Zeitenfaktor, wurde neu hinzugefügt. Ist natürlich alles super safe, was sie hier machen, auch wenn du immer die Green Heals findest, wenn du weißt, wo Campfires sind und sonstige Möglichkeiten, um Consumables zu finden, um dich hochzuheilen. Aber sie müssen mit Storm Sickness in diesem Game auf jeden Fall aufpassen. Pinguk, 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 Naps, 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 Naps. Und es laggt halt so doll. Es sind 54 Leute live, ne? Es ist so am Laggen. Oh. Das ist vorbei. What? Wie können wir ihn killen? Nee, fast. Oh, warte mal. Er muss chillen, er ist One-Shot. Nochmal. Machen ruhig. Boah, aber er hat aber super krasse Hits ausgeteilt, ne? Kylie leider down gegangen, Chat, an der Stelle. Pixie mit 2 Kills auch, oder 1 Kill. Oh mein Gott. Hinter ihm. Was? What the? Ah, Digga, Adi- wo ist er? Adilex! Es ist der Zonenlex. Oh, und Vico auch down, leider. Vico leider auch down, Mr. Savage alleine, Chat. Und wir switchen einmal rüber. Und zwar, Mersdutch und Taysin sind hier beide noch alive. Haben wir zufälligerweise Malibuka. Malibuka ist auch noch mit dabei. Und Weezy und Venno. Schon wieder auf dem Highground. Und sie spielen wieder wie Bananen. Denn Weezy und Venno gehen jetzt hier anscheinend down. 44 Punkte haben sie schon in dieser Runde gemacht. Keine Max Pixie holt Venno und Ding down, okay. Boah, ist das krass. Pixie auch noch alive, Chat. Er ist alive. Z Andy geht jetzt hier. Zangi, meine ich. Geht jetzt hier auf den Highground, Chat. Mit Zada. Und auf dem Highground ist jetzt gerade Wave Pixie. Mal schauen, was Pixie jetzt hier aus der Situation rausholen kann. Nämlich gar nichts außer Erfahrung. Und dann gehen wir rüber zu eines zu den einzigen Duos. Taysin und Mersdutch-Chat. Mit 3 Kills sind sie hier gerade im Late Game. Also ich muss sagen, Quizzy und Veno haben alles verlernt, was sie bis jetzt gemacht haben. Ja, irgendwie was. Sie spielen das Late Game so bekloppt dumm. Sie haben Highground immer, aber sie spielen es einfach schlecht. Ja, früher war es so Highground und jetzt die erste war ich auch hier unten noch. Oh, was ein Kill. Was ein Kill jetzt hier von Taysin, Chat. Ein Kill von Taysin auf dem Highground jetzt hier mit Mersdutch. Und er hat hier den Highground. Wer geht denn hier gerade hoch? Taysin ist One-Shot. What? What? Oh. Das alte Duo schon wieder. Malibuka hier. Das alte Duo schon wieder. Und es ist eine 2v1-Situation. Was passiert hier? Es ist Kiri. Kiri One-Shot. Er versucht in die Box reinzugehen. Und Mersdutch kommt von der anderen Seite. Schaffen, Chat. GG's. GG's. Alles sehr, 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 sehr durcheinander. Das krasseste Durcheinander, was wir jemals hatten, glaube ich, in einem Late Game. Aber Mersdutch und Taysin, mein Duo, was ich gestern gepickt habe, hier mit einem 7-Kill-Win und damit wahrscheinlich on top on the Leaderboard. Reasons leider in Stuttgart im Bootcamp, Chat, der kann heute nicht kommen. Der hatte ein bisschen, das war geplant. Er hatte ein paar krachende Probleme bei sich zu Hause, hat er gemeint. Mit Internet hat ein bisschen rumgefuckt und dann hat er gesagt, ich gehe zur Sicherheit aufs. Er hat den Kill geholt auf Kami! Nice. Oh, das ist er hat echt fast gar nicht mehr. Er wird es gleich realisieren irgendwann. Irgendwann hoffentlich, bevor es kracht. Machst du gut. Okay, die müsste ich jetzt wieder finden. Ist gerade ein bisschen chaotisch hier. 500 Metz jetzt hier für Yannis. Oh, das ist gut.
Nice. Er wurde auch nicht gecrackt. Ist das geistesgestört? Sehr gut, sehr gut. Digga, die haben 6 Kills und nur 80 above Surge, ne? Die haben sehr viele One-Shot-Kills halt geholt. Ja. Wir bleiben drauf, Chat, und wenn sie sterben sollten, switchen wir wieder rüber. Haben sie am Metz gesplittet? Das war's. Und Janis ist down. Nein. Wir gehen erstmal rüber auf Vico und Kylie, Chat. Vico und Kylie, by the way. Vico und Kylie, die haben Vico springt rein. Sehr schlechtes FNCS gehabt. Aber jetzt! Jetzt können sie zeigen, was sie drauf haben. Sie haben beide einen Hammer. Sie haben beide einen Hammer. Sie haben beide ein bisschen Metz. Und sie müssen jetzt hier rein in die Zone. Und Kylie ist drinne. Vico geht jetzt auch hier rein. Und das machen sie sehr gut. Oh, und vielleicht ein Kill auch jetzt mal hier. Genau. Pre-Fire, das könnte ein Pre-Fire sein. Das ist ein Pre-Fire. Und das ist Vico aber. Okay. Vico hat die geholt. Okay. Vico geht solo rein. Vico, haben wir schon oft gesagt. Habe ich auch. Ich belief immer in den Jungen. Der kann einfach aus nichts vieles machen. Drexler ist auch noch alive. Mr. Savage geht jetzt hier von der Seite bei Vico rein. Bei Vico rein. Bei Vico rein. Und Vico holt ihn. Und Vico holt beide. Oder? What? Nein, Vico ist down. Achso, down. Vico holt noch Flixi. Vico hat noch Flixi. Irgendwen hat er geholt, ja. Was sag ich? Oh, und Venom, und Quiz of Heights. Chat, guckt euch das bitte einfach an. Jede Runde, wirklich jede Runde, die wir bis jetzt immer gesehen hatten, Veno und Queasy auf dem Highground. Es sieht so aus, als würden wir Wiederholungen schauen, aber es ist geistesgestört. Top 6 Situation, fast alles nur noch Duos. Taysen noch alive, Taysen noch alive, Taysen noch alive, Taysen noch alive, Taysen noch alive. Oh, und da ist er nicht raus. Alive. Und da ist er raus, Chat. Nicht so viele Leute alive, das heißt nicht so viele Hammern hier. Gut. Queasy hier out of zone, holt sich ein paar Kills. Oder macht Damage. Hier Zangi, what? Weg mit dem. Und es ist. Und wenn auf Hyde hier auch noch. Es ist eine 2v2. Thomas HD und Malibuka, dein Pferd gegen Queasy und Veno. Und es wird gehämmert. Und sie können es nicht halten. Chat, sie können es nicht halten. Veno mit dem Kill auf Malibuka. Veno mit dem Kill auf Malibuka, Chat. Und wir gehen rüber zu Queasy. Und sind 2v1 Situation. Aber Thomas einer ist One-Shot halt. Veno ist One-Shot. Und kommt hier von der Seite und. Ist das geistesgestört, Chat. 6 Kill Win. Queasy und Veno, die ganzen Top-Favoriten-Teams holen sich hier einen Sieg nach dem anderen. Und außerdem muss man ja auch sagen, das Leaderboard wird sich ja gleich auch nochmal da wieder schieben. Oh, da scheppert's, glaube ich. Da scheppert's ein bisschen. Komplett rein. Jetzt nochmal die Daumen drücken, Chat. Eins in den Chat für Reason und für Giannis. Die beiden Reason sehr low. Gehen wir vielleicht nochmal Reason, ja, sehr gut. Gut. Und da sind sie wieder. Beide nebeneinander. Sehr gut. Und jetzt werden hier nochmal die Minis gesplittet, Chat. Top 15. Top 15 Situation. Und ihr wisst ja, was hier passieren kann. Hier kann so einiges passieren, Chat. Venno holt einen Kill. Kami hier, what is B? Über ihnen Thomas Adeo Malibuka. Einer der Top 4. Gefährlich. Keine Builds mehr, by the way. In der Box! Oh mein Gott. Nein, Mann. Und es laggt. Giannis muss ihn holen. Giannis muss ihn holen. Giannis holt ihn sich! Giannis holt ihn sich, Chat! Reason hat ihn geholt. Nein, Giannis. Okay, dann aber das ist Reason. Nur noch ein einziger Bild jetzt. Reason low. Reason auch nur noch mit einem Bild. Sie haben beide keine Heals mehr. Nur aber noch Reason ein Mini. Nur noch ein Mini. Und Kami und Zed, die leben hier immer noch. Oh, Axel vom. Keine Chance. Oh, Scheiße. Das hat man sofort gesehen. Oh, Taysen war es sogar. Das hat man sofort gesehen, Chat. Da haben sie keine Chance. Und jetzt gehen wir mal rüber zu Taysen und Merstach. Mein Duo von gestern. Und sie können hier tatsächlich schon auf den ersten Platz gehen. Für dieses FNCS nach der dritten Runde in-game. 6 Runden werden heute insgesamt gespielt. Und die spielen das unglaublich krass. Pinks auf dem Highground, Chat. Das ist nicht Pinguk, nicht zu verwechseln. Malibuka ist auch noch alive mit Thomas HD. Das heißt, 2 der krassesten Duos, Platz 2 und Platz 3, sind hier gerade beide noch alive. Das heißt, Riesen und Giannis haben nach dieser Runde richtig Stress. Die haben richtig Stress danach. Das sagst du richtig. Wir sehen hier, irgendeiner kommt random in die Box und sie schafft. Und Taysen leider down. Thomas hier auch One-Shot und Thomas auch down. Also es ist gerade eine komplette Shitshow hier. Malibuka auch down. Merster steht hier noch am Leben. What? Geht Merster Klatsch oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wo ist er? Wo ist sein Knock? Oh mein Gott. 1v1 Situation. Merstach gegen? Merstach gegen Pinks. Und er hat aber auch wenig Metz. Beide jetzt hier. Aber das Ding ist halt, Merstach wird das Ding gewinnen, Chat. Seht ihr das? Merstach hat, glaube ich, einen Hammer. Der geht nach oben. Whiff. Er whifft. Er frisst. Er misst und geht down. Oh er misst dreimal, Chat. Dreimal gemisst an dieser Stelle. Ach, du popelige Kacke. Du darfst so nicht reinpopeln, Chat. Dreimal missen als Top-Tier-One-Pro, der gerade wahrscheinlich den ersten Platz hier in FNCS rausholen kann. Boah, sowas. Also das war auch echt ein Free-Shot, muss ich sagen. Es war sogar ein Free-Shot. Es war definitiv. Der stand wirklich so 1:1 vor ihm.
Wir fliegen hier ein bisschen rum, Chat. Wir gehen direkt auf Giannis rauf. Giannis nämlich One-Shot in dieser Situation. Giannis, 126 Punkte. Sie sind gerade insgesamt dritter Platz von Overall Standings. Und sie haben null Mets. Das müsst ihr euch halt einmal vorstellen. Sie haben halt genau null Mets. Giannis geht gerade down durch Fast Rookie von der Heavy Shotgun. Und Reason jetzt genau zwei Builds, um irgendwie noch zu versuchen, das Late Game noch ein bisschen besser zu machen. Jedes Placement hier ist extrem wichtig, um die Punkte, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Starke Rotation schon wieder. Guck mal, er hat seit zwei Moving Zones, hat er nicht einen einzigen Bild. Seit zwei Moving Zones. So, Tayson immer noch da, Chat. Immer noch da, aber immer noch nur Holz. Guck mal, wir bleiben gerade extra auf ihm drauf, Chat, weil er die ganze Zeit als Solo am Leben ist. Pixie holt sich einen Kill, euer neues Signing hier. Mets werden sehr knapp aber für ihn. Oh, und der war wichtig. Und er holt vor allem Platz 3, weil es Malibuka ist. Es ist Malibuka, es ist Platz 3, aber Tayson geht auch down. Das heißt, oh mein Gott, wir gucken mal runter zu Rico, Chat. Rico und Kylie beide noch alive? Da fühlt sich Rico wohl. Im Late Game am Low Ground. Das ist genau sein Ding. Null Mets aber. Oh, aber jetzt bekommt er einen sehr starken Hit. Beide null Mets. Kylie muss ein bisschen Platz machen für ihn, muss etwas den Druck von ihm nehmen. Rico ohne Mets ist aber ahead von der Zone. Lauft einmal außen durch den Storm. Oh mein Gott, er wird geturnt. Ah. Kylie, oh, Kylie Clutch. Kylie mit dem ersten Chat. Nein. Es gibt noch du. Der ist One-Shot. Merchant ist One-Shot. Ja, der war nice. Und es sind noch alles Solos außer ein Duo, Chat. Drei Kills. Freddy. Und hat den High Ground. Mach jetzt keine Show. Das einzige Duo. Marius als Solo. Ah, versucht jetzt hier auf High Ground zu gehen. Das war's. Das Low Ground Duo. Aber starker Hammer, starker Hammer. Das Low Ground Duo wird gewinnen. Nice, Kylie. Warte mal, er holt sich Trippern. Oh. Geht down. Aber starker zweiter Platz. Starker zweiter Platz. Freddy und Marius mit einem 9-Kill-Win, Chat. 9 Kills. GG's. G-fucking G's. Wir sind direkt in den Standings. Tayson und Merstach, die zeigen hier ihre Dominanz und sind sogar 90 Punkte vor Queasy und Veno. Also fast, das ist ja geistesgestört. Thomas und Malibuka auf der 2, die machen hier heute auch eine richtige Show. Kylie und Viku auf dem zweiten Tag, unerwartet, auf dem vierten Platz tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr guter, also sehr, sehr guter Tag für die. Hätten sie das am ersten Tag auch gemacht, dann würden sie da auch unter den Top 5 mitspielen, zu 100%. Und wir sehen jetzt hier Reason und Giannis auf die 11 gerufen. Ach, es kracht. Boah, Digga. Das bockt gerade gar nicht, das ist nicht, sag ich. Und deswegen, wir schauen uns einmal. Wir müssen uns direkt die alte. Ich glaube, wir sind nicht mal Dritter mehr. Doch, doch, doch. Ah, doch. Ja, okay, gut. Dritter ist noch. Doch, doch, die sind noch Dritter. Aber der Zweite ist so wichtig hier. Alter. Zweiter als 50k mehr, ne? Ja, ich glaube schon. Ich kann das es, noch geht, es geht um viel Geld, aber es geht eben auch um diesen direkten Qualifikationsspot fürs Global Invitational. Digga, das ist sehr krank. Ja, dann ist Zweiter sehr wichtig. Warte. Veno hält halt alleine auch Highground, ne? Also den Jungs ist nicht, ob der Teammate mit dabei ist. Der hält dann einfach alleine. Ja, Laser dann immer auch mal unterwegs. Sein Aiming an. Ja, das ist ja geistesgestört. Was macht denn er mit seinem Aiming, Chat? Wurde gespieft? Juckt ihn nicht. Irgendwie, es kommt doch keiner hoch irgendwie. Nein, es juckt alle nicht. Die denken sich alle, oh, Quisi so, und Veno. Glubschi und den, vielleicht macht er einen Move jetzt. Axel Forz kommt hier. Oh mein Gott. Und Axel Forz oben. What the? Hast du den Schuss gesehen? Ja. Und jetzt, ich sag den, der holt ihn noch. Ich glaube auch, dass er ihn holt. Oh, never mind. Oh, ne. Jetzt kommt noch ein weiterer mit dazu, Chat. Veno macht die Big Plays. Veno macht die Big Plays. Guckt euch das an, Chat. Auf diesem Layout. Wäre er dort nicht runtergestoßen. Oh, in einem random 190. Alter, so bitter, dass er den. JJ2 holt Malibuka und Thomas HD. Ehrenmann. Holt das Duo. Das Alter, da müssen wir hin. Wir müssen aber einmal ganz kurz auf Tayson drauf. Oh, Tayson haben wir noch, ja. Komm nicht mal ins Game ran. Unlucky. Und Tayson down. Ist JJ noch mal? JJ2 und Klubschi auf High, Chat. Das Deutsch, ein deutschsprachiges Duo hier, Chat. Da können wir auch die W's reinspammen. Da bist du, Chat. JJ Dotfong und Glubschi. 9 Kills haben sie schon, Chat. Den haben wir noch gar nicht zugeschaut. Jetzt bin ich mal gespannt, der JJ2 wieder hier am W-Kin ist. Bam! Was macht er da? Was macht er da? Mats werden nochmal gesplittet, Chat. Die Mats werden nochmal gesplittet. So, der Typ ist One-Shot, den kann er sich easy snacken. Hat Glubschi sich gesnackt, sehr gut. Und alles Solos. Drückt ihr noch, zieht noch ein Ding? Alles Solos, die noch. Alles Solos. Und ich glaube, das ist es. Das wäre so geil, wenn Glubschi einen Win mit holt. Yes. Würde ich auch sehr feiern. Würde ich ihm sehr gönnen. So gut auf Glubschi mit Kill. So eine Entwicklung. 1v2. 1v2 jetzt hier, wer ist das? Jetzt ruhig bleiben, keine dumme Sachen machen. Rift die L2R2. Er hat einen Hammer. 185 und Glubschi! Glubschi, Glubschi, Glubschi! Let's go! Und JJ2Twong. Und JJ2Twong. Kill Winchat. Ey, dicke GGs, unsere Wave-Jungs haben hier ihren ersten Sieg geholt mit Glubschi und JJ2Twong. Oh, guck mal, und da hinten. Kommen noch irgendwelche. Da könnte es jetzt krachen, aber die gehen wieder. Da schleichen sich schon wieder die Äffchen an. Oh, Giannis gleich. Da schleichen sich schon wieder die Äffchen an! Giannis! Bro! Ey!
Oh. Nein, Bro. Ich glaube, der Traum ist vorbei, Chat. Wir müssen loslassen. Und alle gehen gerade auf Reason. Alle. Alle Duos, die um ihn herum sind. Guck uns das an. Alle gehen nur auf den Solo. Die wollen alle nochmal diese 4 Punkte anscheinend haben. Guck mal, da oben auch nochmal ein Team. Nice. Ich komm, kann noch ein Team kommen vielleicht? Keine Chance. Und noch die Unnötigen, Bro. Alle Double King gerade. Ah, loslassen. Oder auch nicht. Thomas hat den mit dem Kill. Oh, warte. Thomas hat den mit dem Kill und mit dem Finish-Chat. Oh mein Gott! Was ist... Oh mein Gott, er wird gewonnen von Mr. Savage! Hä? Malibuka, all eyes on Malibuka. Ja, er muss... Er shaked! Er shaked ihn ein! Malibuka muss jetzt Klatsch gehen. Malibuka muss Klatsch gehen, Chat. Und sie haben 2 Kills geholt. Das heißt, wir bleiben auf Malibuka. Sobald Malibuka down ist, Chat, hat Jason und Merstach gewonnen. FNCS, Chat. Warte mal, sie sind 8 Punkte jetzt damit vorne. 5 Punkte Unterschied zwischen den beiden Teams. Wer ist jetzt vorne? Also jetzt gerade ist Malibuka mit 5 Punkten erster Platz vom FNCS-Chat. Krass. Alter, das ist spannend gerade. 5 Punkte, Chat. Und Merstach geht down. Merstach ist down. Warte mal. Wenn er jetzt den Fight verliert, dann sind sie... Das ist das spannendste FNCS, was es bisher gab halt für Maul. Den ersten und zweiten Platz. Oh mein Gott, Jason verliert wieder ein Ding. Jason oder Malibuka, wer hält hier länger durch? Ja, und plus, sie müssen auch noch 2 Kills machen. Ja, Jason muss Malibuka. 2 Kills machen. Jason muss 2 Kills machen, Chat. Da führt kein Weg drum herum. Und Jason! Jason hebt die Schere, glaube ich. Es ist durch. Ich glaube, es ist durch. Chat, sie sind gerade mit 5 Punkten oh mein Unterschied Gott. Auf dem ersten Platz. Und er hat die Rotation. Er hat keine Mats mehr, er muss für den Kill gehen. Alter, was geht gerade in dem sein Kopf vor? Er droppt rein und kämpft den und sich Marius! Und damit ist nur noch ein Punkt. Ein Punkt, Punkt Unterschied. Ein einziger Punkt, Chat. Geh nochmal, schau nochmal. Ich glaube sogar... Immer noch ein Punkt. Immer noch ein Punkt. Ein Malibuka Punkt Unterschied. Auch noch im Leben. Ja, ja, deswegen. Ein Punkt Unterschied. Malibuka führt mit einem Punkt. Und ist mit einem Punkt... Oh, er ist in der Box! Er ist mit Trexler in der Box. Trexler kann jetzt... Und jetzt weg! Trexler kann entscheiden, ob er FNCS-Champion wird oder nicht, Chat. Malibuka immer noch alive. Es ist ein Punkt Unterschied. Ein Punkt, Chat. Warte mal. Er spielt gerade sein Leben. Beide haben gerade das Game ihres Lebens. Malibuka kein einziges Damage verloren die ganze Zeit. Digga, Malibuka ist so doll alive die ganze Zeit. Ich stopp ganz kurz. Mein Lieblingsszenario wäre, Tayson fightet gegen Malibuka. Oh und mein das entscheidet, Gott. Wer FNCS und dann gewinnt. Sieht das um mal. Beide immer noch alive, Chat. Snazy wird geholt. Brandmann wird geholt. Malibuka ist down. Das war's. Tayson ist unser FNCS-Champion, glaube ich, Chat. Ich will's nicht jinxen, aber ich glaube, das gab nochmal Placement-Points. Und ich glaube, das gab genau diesen einen Placement-Point, die sie benötigt Top 10. Haben. Ja, safe. Einfach überleben, Bro. Oh mein Gott. Da unter ihnen einer. Okay, warte mal. Warte mal. Ey, es kann alles passiert sein. Ich weiß nicht, ob er einen Placement-Punkt bekommen hat. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er einen Placement-Punkt bekommen hat, Chat. Er könnte der 5-Time-FNCS-Winner sein oder wegen einem Punkt nicht der 5-Time-FNCS-Winner. Heilige Scheiße, wer ist noch alive? Kami der Pole. Kami ja, auch den will einfach noch einen Win mal holen. Wer ist da sonst? Irgendwer in den Top 10 oder so? Auch keiner in den Top 10 irgendwie. Keiner. Komplette random Runde hier. Stell mal vor, unentschieden. Und dann entscheidet, wer mehr Siege geholt hat. Oh, das will ich ja gar nicht bocken. Oh, das wird so krachen. Oh, wir haben jetzt City of Low Ground, deren Spezialgebiet hier. Aber ohne Mats beide. Müssen hier den Busch schon benutzen. 2 gegen 2 gegen 1. Mappi hier über denen. Danke für die ganzen Subs. Kaju, Mattis, Ginger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Obwohl, das nichts gehammert. Aber Kami hat einen Plan. Ja. Er geht hier laufen. City drückt dir Ding. Und holt noch den Ding. Warte mal, aber der da oben hat so viele Splashes. Ja, ja, das war's. Obwohl, ja, GGs. Aber. Ja, ja, das ist ein GG. Das ist ein GG. Er kriegt sogar noch hier den Kill. Oh ja, GGs. Ist ein GG. GG ist ein Orca Dika Fire, Bro. Oder warte! No way. Storm Sickness! Storm Sickness entscheidet über den Sieg, Chat. Man hört was? Plötzlich. Wie krass ist denn das? Alter. Was war das für eine letzte einfach krasse das Runde? Game random entscheidet. Du gehst jetzt down, Bro. Ich wär so triggert. Ich gehe jetzt in die Standings rein, Chat. Wir können es direkt einmal zeigen. Das ist nur der heutige Tag. Nur der heutige Tag, Chat. Noch ganz ruhig bleiben, noch ganz ruhig bleiben. Noch ganz ruhig bleiben. Das ist die Pferdewette. Ja, Digga, da kann ich schon mal. Du hast halt schon mal gewonnen. Malibuka und Thomas auf der 2. Thomas und Merstach auf der... Boah, die Deutschen. 1, Queasy Venu auf der 3. Asa strong. Boah, krass. Asa und Trexler. GG's an Asa. In den Chat.
Asa und Trexa Chat, das ist deren erstes FNCS, was sie hier mitspielen. Also zumindest von Trexa, der ist gerade frisch 18 geworden und jetzt hier auf dem 5. Platz. Nur vom heutigen Tag das beste deutschsprachige Duo und gefolgt von Kylie und Vico. Und seid wirklich stolz auf euch. Wir haben gesagt, ersten Tag abhaken, heute geht's bei 0 los und sie haben es bewiesen. Top 5, Top 6, richtig krass. Auch wenn der erste Tag scheiße wird, man lernt daraus, man wird besser und ich glaube, die werden dann auch noch ein bisschen Preisgeld mitgenommen haben. Sehen wir dann eh. Unser FNCS-Champion. Dieses FNCS, erstes FNCS. Die Top 2 qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft. Also Thomas und Tyson sind safe schon mal. Sehr verdient. In der Weltmeisterschaft. Ja, geil, danke. Aber wer ist der erste Platz? Wir gehen rein. Oh, es ist der eine Punkt. Es ist der eine Punkt, von dem ich gesprochen habe, Chat. Oh. Mali Buka hätte nur eine Sekunde länger überleben müssen, dann wäre Tyson Town gegangen und dann hätten sie FNCS gewonnen. God. 5 Sekunden haben um 20.000 entschieden und auch einfach um den FNCS-Sieg des Jahres, Chat. Wegen 5 Sekunden. Aber auch 2 Punkte hier, Top 3 und Top 4. Schaut mal, wie fett die über Rezo und Giannis führen. Alter. Für ein krasses Finish. Das ist das krasseste Finish, was wir haben. Und Glubschi auf der Top 10. Let's go. Let's go. Top 10, das, ich hab's ihm so gegönnt. Und Top Pixie 10. Sogar euer neuer Pixie auf der 5. Super, sehr cool. Sehr cool. Deswegen haben wir nicht signed, ja. Ah, wegen 80.000, nicht 20k. Sorry. 80.000 entscheiden. 5 Sekunden. 80.000 wegen 5 Sekunden überlegen. Digga. Aber gut, die können sich's leisten. Nein. Also, das ist schon, also egal wer. Das ist geistesgestört, Chat. Aber trotzdem GGs an beide Teams, an alle Teams. Mali Buka und Thomas auf der 2 und unser bestes deutschsprachiges Duo-Chat. Und ja, GGs trotzdem Dritter. Chat. Dritter Platz und sie nehmen, ich glaube, ich muss mal einmal kurz sagen, 120.000, nee, 100.000 Dollar mit. Das heißt, 50.000 Dollar each können sie sich auf ihr Konto schreiben. Ist geistesgestört und haben sie auch zu 100% verdient. Ja. 2 Punkte Abstand und das ist auch nur ein halber Kill. Auch nur 5 Sekunden am Leben bleiben zu Quisi und Veno. Und wenn du so denkst, Predictions, wenn du vor einer Woche oder vor FNCS gefragt hast, Predictions, ja, wer gewinnt? Die drei waren alle immer so die Frage und dann ist es cool, dass Rezo und Giannis auch so geschafft haben, in die Top 3, sogar vor Quisi und Veno. Es gab keinen, jeder hat gesagt, Quisi und Veno gewinnen das Ding. Safe, jeder. Oder Tyson oder Thomas oder Mali Buka, so haben die meisten gesagt. Und dass Rezo allein da ist, so, das ist cool. Die zwei müssen jetzt einfach bleiben und immer dranbleiben und dann. Lenny! Hallo! Seh ich nicht! Ja, wie sollst du uns auch sehen? Achso, ja, okay. Hallo, Lenny! Moin! Hallo, Mr. Dritter Platz again! 100k, man! Ja, kannst stolz sein, Digga. Brauchst gar nicht so lächeln, Digga. Ja, nee, ich bin ein bisschen disappointed. Ich bin Erster geworden. Natürlich hättet ihr Erster werden können, aber Digga, scheiß drauf, ihr wurdet jetzt Dritter. Du nimmst 100k mit. Du musst dir das einmal realisieren. Ihr nehmt jetzt 50.000 pro Nase mit. Frag mal deine Mama, was sie letztes Jahr verdient hat. Darf ich kurz eine Frage stellen? Bevor der FNCS losging, wenn ihr einfach so gratis einen dritten Platz bekommen hättet, hättest du den genommen oder hättest du gesagt, wenn du garantiert einen dritten Platz bekommst, hättest du gesagt, ja okay, nehme ich oder? Hätte ich genommen, ja. Hätte jeder genommen. Und deswegen freu dich, du kleiner Pisser. Verdammt ja, starke Leistung. Inneren, aber der Kampfgeist in mir sagt doch, ich bin triggert. Klar, musst du sein, sonst wirst du auch nicht mal Champion. Weil nur wenn du so hungrig bist und dich das richtig anpisst, dann kommst du auch wieder zurück. Aber jetzt ist halt gerade scheiße. Kannst du vielleicht kurzes Summary geben, was heute schief ging? Wir waren sehr unlucky tatsächlich. Von unserem Spot haben wir wenig Heals, Hammer und jede Zone ist fahrgepult. Wir können nicht viel machen dann. Also wir haben heute all das Glück gegen uns gespielt. Schlechte Zonen, aber wie war das mit den Early Game Fights? Die haben wir auch sehr oft gesehen. Ja, und darf ich beleidigen? Ja, ne? Ja, natürlich. Ja, lass raus, bitte, ja! Gudenbre und Jackie, die auf uns gelandet sind, eure Mütter. Was denn? Kann die doch beleidigen. Die finden, okay, die wurden 50 Star und 40 Star, das ist richtig gutes Placement, bitte landet nochmal auf uns. Das war richtig gut, hat auch gut geklappt, weil an dem Tag heute haben die 0 Punkte gemacht, beide. Und ja. Es kracht. Die haben dir einfach die ganze Zeit Free Search gegeben. Verstehst du das? Das sind die größten Nutten und Loser, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Und ja, boah, erste Runde hast du die so gef***t. Boah, du warst, ja, den hast du so einen eingeschenkt, Halsmaul. Also, no joke, ich hab's auch erwähnt im Broadcast, du warst heute individuell richtig gut in den Fights, richtig geklatscht. War gut gespielt. Dankeschön. Alter, war das geil. Chat, falls euch das Ganze gefallen hat, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Und ciao. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit.
musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times, Hard Times.